Okay, so, dann darf ich Sie recht herzlich zu unserem Vortrag begrüßen. Das Thema, das wir für euch vorbereitet haben, ist IT Automation, im Speziellen mit Ansible und mit OpenStack. Ich denke mal, wenn ich irgendwen von Ihnen fragen würde, wie läuft es denn bisher ab oder wie ist es bisher abgelaufen, wenn Sie eine neue Maschine irgendwie provisionieren sollen, dann heißt es wahrscheinlich, okay, Betriebssystem aufsetzen, Pakete drauf, konfigurieren. Dann kommt irgendwer anders, will was nachkonfigurieren, weil irgendwas noch nicht gepasst hat oder weil was Neues dazu soll. Vielleicht auch mal ein bisschen rumspielen, dann ist die Maschine wieder tot und dann fängt man wieder von vorne an. Und deswegen stellen wir jetzt, also ich, Ulrich Fink, ich bin bei der Netzlink angestellt, arbeite da jetzt seit 4 Jahren und bin auch für den Bereich Automatisierung und OpenStack zuständig und auch tätig. Und der Kollege Rieger von Red Hat mit vor. Einfach anfangen. Achso, läuft sowieso weiter. Und dann hinterher, das lassen wir drin, dann lachen die alle tot. Sehr gut. Unser Partner, die Grupplink, hat uns gebeten, dass wir sie unterstützen bei diesem Vortrag hier. Ich bin Solution Architect bei Red Hat, dem weltweit größten Anbieter von Open Source Software. Solution Architect bedeutet bei uns Technical Pre-Sales. Wir haben halt überlegt, dass wir diesen Vortrag 2 teilen, nämlich einmal, dass ich einfach etwas über Automatisierung im IT-Infrastrukturbereich spreche und die Lösung Ansible vorstelle von uns, einfach ein bisschen was dahinter steckt, was man damit machen kann, warum Automatisierung einfach wichtig ist, quasi in jedem Bereich der IT-Infrastruktur, und danach der Ulrich von der Grupplink einfach nochmal ein Beispiel dazu zeigt, wie man Infrastruktur automatisieren kann, wie man sich das vorstellen kann und auch sogar, glaube ich, dann ganz mutig eine Demo zeigt. Also Demos sind ja in Vorträgen immer dafür berühmt, dass sie eigentlich nicht klappen, aber ich habe ihn 2-mal gefragt, er hat gesagt, das geht gut, dann machen wir das. Finde ich eine gute Sache, dass man ein bisschen was sieht dann und nicht nur hier die Folien wahrheiten. Ja, ich habe es genannt, ich habe meinen Vortrag genannt, Ansible for Agile IT Operations. Wir sind ein sehr neu hochdeutsch geprägter Verein bei Red Hat. Das heißt, das ist jetzt alles Englisch hier, aber ich werde es auf Deutsch vorstellen. Manchmal stolper ich dann dabei ein bisschen. Genau. Einfach dieses Plakative, was ich hier auf das erste Slide gebracht habe. Install, Configure, Repeat. Ist einfach die Sache, wie man traditionell IT-Infrastrukturen gemanagt hat, verwaltet hat. Ist eine Sache, kann man nicht machen, wenn man in größeren Umgebungen arbeitet. Kann man nicht machen, wenn man über noch größere Cloud-Umgebungen, Cloud-basierte Umgebung vielleicht nachdenkt, in der Virtualisierung. Schießt man sich da einen großen Vorteil weg, nämlich die schnelle Kommissionierung von neuen Betriebssysteminstanzen, ist kein Geheimnis, wollte ich einfach hier nochmal erwähnen, dass das natürlich hier die Ausgangsbasis ist. Wir von der Red Hat reden gerade sehr viel über dieses ganze DevOps-Thema, DevOps-Bewegung, Containerisierung von Applikationen, wo natürlich auch immer drunter eine IT-Infrastruktur steckt. Wir wollten ja jetzt mal ganz absichtlich das Thema darüber, nämlich den Teil Dev, weglassen und vor allen Dingen mal über den Ops-Bereich, über IT-Operations reden, über den IT-Betrieb, weil das ist natürlich immer noch die Grundlage von allem, was darüber vielleicht auch wolkig in der Cloud betrieben werden kann an containerisierten Applikationen. Das ist ein klassischer Ablauf, wie man sich das so vorgestellt hat. Immer der Sysadmin kriegt gesagt, ich lege eine VM an, dann muss ich da ein Betriebssystem draufbringen, dann muss ich da Patches drauf installieren. Ich mache halt Step für Step manuell die ganze Verwaltung von allem, was diese IT-Infrastruktur ausmacht. Wie gesagt, das ist gar nicht so lange her, auch als ich noch als Administrator gearbeitet habe, ist so 15, 17 Jahre jetzt her, da war das eigentlich noch sehr gängig, das so zu tun. In der physikalischen Welt ist es vielleicht noch eine Sache, da gehe ich halt hin, installiere mein Betriebssystem auf der Physik. Spätestens, wenn man in die virtualisierte Welt geht, macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr, die virtuellen Maschinen, die mir diese Zeitersparnis bieten bei dem Deployment von Betriebssysteminstanzen, dann noch manuell zu konfigurieren. Wenn man jetzt dieses eigentlich ganz moderne Thema Cloud Computing andenkt, kann man ja auch sehen, dass man im Cloud Computing IT-Infrastrukturen genauso betreiben kann, wie früher mit der Hand im Rechenzentrum mit meiner Physik. Ist ja im Prinzip erstmal nichts anderes als Betriebssysteminstanzen, die auf virtuellen Maschinen laufen und hier einen neuen Delivery-Mechanismus haben, nämlich einfach diese Cloud. Aber es ist nichts anderes und man kann da in die gleiche Problematik stolpern, dass man genauso arbeitet wie früher, obwohl man eigentlich diese ganz moderne Cloud-Thematik dahinter hat. Das heißt, man braucht dazu ein Orchestrierungsframework, und das kann
Ansible sein. Ansible ist eins der Produkte, die wir halt im Portfolio haben. Muss nicht Ansible sein. Wichtig ist eigentlich, wenn man sich das A für das Ansible da drüben ersetzt durch eine beliebige andere, gern Open Source basierte Lösung, dass man jeden Schritt in so einem Application Lifecycle, also von der Inbetriebnahme des Betriebssystems, der virtuellen Maschine, Installation, Patchen, Applikationsdeployment und so weiter und so fort, automatisiert. Das heißt, ich habe die Chance sehr weit runtergesetzt, dass dabei Fehler gemacht werden. Das können Mitarbeiter machen, die vielleicht nicht das in ihrem Day-to-Day-Job haben, solche Konfigurationen durchzuführen, weil es halt alles beschrieben ist in dem entsprechenden Automatisierungsframework. Ich muss hier ein bisschen durchhecheln, weil wir wollen ja auch noch genug Zeit haben für das, was Ulrich gleich noch vorstellt und weil ich natürlich schon wieder zu viele Slides drin habe, wie es immer meine Art ist. Was ist Ansible? Wer von Ihnen hat von Ansible schon mal gehört? Also die ganze Grouplink-Truppe da hinten nehmen wir jetzt mal raus, da erwarte ich das, aber die anderen ja auch. Gut, danke. Es ist einfach ein gerade sehr aktuelles Open-Source-basiertes Tool. Das ist sowohl ein Toolset und eine Beschreibungssprache. Was an Ansible wirklich das Ausschlaggebende ist, im Gegensatz zu vielen anderen Open-Source-basierten Frameworks, wie in CF Engine, wie in Puppet, wie auch andere neue Utilities, ist, dass es sehr, sehr gut lesbar ist. Das hier ist einfach ein Beispiel, ohne mal durchzugehen, wie so ein Ansible-Rezept, nenne ich es mal, das heißt Playbook bei Ansible, aussehen kann. Wer zum Beispiel mit Puppet schon mal gearbeitet hat, ich habe das früher auch relativ viel gemacht, der weiß, wenn ich ein halbes Jahr nicht auf meine Puppet-Manifeste geguckt habe, verstehe ich sie im schlimmsten Fall nicht mehr. Das wird bei Ansible nicht passieren, weil eine der maßgeblichen Designgrundlagen bei Ansible war halt einfach, das Ganze einfach zu halten. Ja, schön doppelt gemoppelt. Es ist ein Open-Source-Projekt. Alles, was Red Hat macht, an Produkten anbietet, ist Open-Source-basiert. Es ist, geht gerade sehr durch die Decke, sagen wir mal, das Interesse. Wir haben regelmäßig Ansible-Fest, das sind Community-Veranstaltungen, die extrem gut besucht sind. Wir haben 950 Module, die halt unheimlich viel auch aus der Community kommen. 400.000 oder mehr Downloads im Monat. Es ist gerade eine sehr, sehr aktive Open-Source-Community, hinter dem Ansible dahinter steckt. Ganz kurz mal, warum jetzt Ansible? Was ist da besonders dran? Was ich eben schon gesagt hatte, Ansible ist einfach. Das kann ich wirklich sagen. Ich meine, ich musste jetzt auch einfach mal lernen, mit Ansible umzugehen. Das hatte ich auch nicht in die Wiege gelegt. Man guckt sich das an, lernt das ein bisschen, fängt an, seine Playbooks zu schreiben. Es ist wirklich ein sehr einfacher Einstieg und es ist sehr gut zu verstehen. Es ist trotzdem mächtig, powerful, wie es hier so schön steht. Und das ist halt eine Sache, die nicht automatisch erreicht wird. Wenn man Software kennt, ist das so, so mächtiger eine Software wird, desto komplexer ist sie meistens. Ich sage nicht, dass mit Ansible alles super einfach geht, aber diese Verbindung aus einfacher Einstieg, sehr lesbar, das Ganze, diese Beschreibungsrezepte für Ihre Infrastruktur oder Applikationen, können aber zusammengestellt werden und damit sehr mächtige Infrastrukturen oder Prozesse abbilden. Das muss man einfach so sagen. Und da ist Ansible nach meinem Gefühl auch ziemlich weit voraus den anderen Konfigurationsmanagement-Tools, die man so am Markt oder halt auch in der Open-Source-Welt finden kann. Und Ansible ist agentless. Das ist das Dritte, was es wirklich differenziert. Auch hier Puppet als, ich sag mal, Platzhirsch bei den Open-Source-Systemen ist agentbasiert. Das heißt, bei Puppet müssen Sie auf jeder gemanagten Betriebssysteminstanz, auf jedem Server, einen Agent installieren. Der braucht einen Server, bei dem er sich melden kann regelmäßig, sich seine Erneuerung holt, die er lokal durchführen soll an der Konfiguration. Ansible funktioniert anders. Ansible funktioniert so, dass er sich per SSH, idealerweise mit SSH-Keys abgesichert, auf die zu managenden Systeme aufschaltet, da macht, was getan werden muss, in Anführungszeichen, also was in den Playbooks beschrieben worden ist, und hinterher wieder alles wegräumt. Im Idealfall kann der Administrator, der auf den Server geht und sagt, oh, da ist ja fertig konfiguriert, wer war das, nicht sehen, dass das durch Ansible erledigt worden ist. Bei Puppet sieht man zum Beispiel einen laufenden Agent. Idealerweise hat man im Logfile dann noch Einträge, aber man kann das sozusagen komplett verheimlichen. Das heißt, das Ganze ist erstmal relativ stateless, benutzt OpenSSH, also SSH standardmäßig als Connect-Method, um die Systeme zu erreichen. Oder bei Windows-Systemen, Ansible kann übrigens auch Windows managen, das Windows Remote Management, und ist damit eigentlich ideal geeignet für Cloud-Umgebungen. Wenn man sich überlegt, dass so eine Cloud-Denke damit antritt, dass man sagt, ich brauche morgen 100 virtuelle Maschinen und in einer Woche will ich sie alle wieder löschen. Das ist einer der Grundgedanken, ne? IT wie Strom aus der Steckdose. Dann drängt sich ja auch ein Konfigurationsmanagement-Tool auf, das einfach nur hingeht, die Systeme durchkonfiguriert und dann wieder weg ist. Nicht irgendwie alle 2 Stunden, das ist ein bisschen old-fashioned, so traditionelle IT. Alle 2 Stunden kommt ein Agent und schaut, ob er etwas machen soll. Passt nicht so richtig zu dieser Cloud-Denke. Was sind eigentlich so diese Hauptpunkte, die ich bei Ansible immer gerne rausstelle? Es ist Cross-Plattform, wobei Cross-Plattform jetzt in erster Linie heißt, alles, was ich mit SSH im Unix-Bereich, Linux-Unix-Bereich erreichen kann und halt auch
Windows. Windows muss man herausstellen, das ist noch nicht natürlich ganz so weit wie die Linux- oder Unix-Seite von den ganzen Modulen, die zur Verfügung gestellt werden. Aber es wird immer mehr und das Ganze ist dann PowerShell-basiert. Also Connectivity Method auf den Windows-Server ist entsprechend Windows Remote Management und es ist PowerShell. Also fast ein nativer Microsoft-Mechanismus dahinter und wird auch mehr und mehr eingesetzt. Ist natürlich ideal, dass man damit halt auch beide Welten überbrücken kann, die wir im Moment im Rechenzentrum halt finden. What can we do with Ansible? Ich habe es schon jetzt angesprochen, Orchestration, Configuration Management ist sozusagen für mich der kleinste Baustein. Ich kann Konfigurationen anpassen, Pakete installieren, Dateien anpassen, was man sich auch mal vorstellen kann. Ich kann VMs anlegen auf sämtlichen Cloud-Providern und Virtualisierungsprovidern. Aber ich kann das Ganze auch orchestrieren. Das heißt, ich kann sagen, ich will eine neue Applikation deployen. Ich nehme mal aus meinem Load Balancer die ersten 5 Webserver raus, aktualisiere die Applikation, nehme die in den Load Balancer wieder rein. Vielleicht mache ich vorher noch einen Test. Das heißt, so dieses Abgrasen von verschiedenen Komponenten einer Applikationsinfrastruktur kann Ansible halt unter dieser Prämisse Orchestration durchführen. Ich gehe nicht weiter jetzt darauf ein, wie gesagt, weil ich sonst dem Ulrich hier ein bisschen zu viel Zeit wegnehme. Ansible ist von der Struktur auch sehr Unix-ig, finde ich, wenn ich mir das immer angucke. Das heißt, lieber viele kleine Tools, die einen Job gut machen, wenn ich sie zusammen anwende, als einen großen Monolithen. War ja immer eigentlich eine Prämisse bei der Unix-Betriebssystementwicklung. Und vom Gefühl her folgt auch Ansible dem Ganzen so ein bisschen. Es ist auch nicht ein großer Block, den ich irgendwie nur so einsetzen kann, sondern es gibt bestimmte Tools, die ich auch einzeln einsetzen kann. Und diese Playbooks, die halt den ganzen Zustand der Systeme, die ich konfiguriere, beschreiben später, sind halt auch sehr modular aufzubauen. Ist wirklich sehr durchdacht. Also mir macht es Spaß, auch damit zu arbeiten. Ich will hier nicht weiter darauf eingehen. Es dreht und angelt sich alles um die Ansible Playbooks und die eigentliche Ansible Automation Engine. Das ist der Kasten in der Mitte, wo ich dann ein Inventory habe, wo die Hosts hinterlegt sind, auf denen was passieren soll. Im Playbook sage ich, mach mal den Task A und den Task B auf den Hosts A, B, C und dann wird Ansible das entsprechend durchführen. Ansible ist erweiterbar und Plugins. Ansible ist, wie gesagt, vollkommen Open Source mit einer sehr aktiven Upstream-Community, wo viel entwickelt wird. Da findet man viele Sachen, die auch beigetragen werden aus der Community. Ist für mich eines der idealen Open Source-Projekte, der neueren, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe mal ein... Bitte? Frage. Ja. API zu welchen Programmiersprachen? Sie können im Prinzip erstmal sowieso alles verwenden für die Module. Ich bin jetzt nicht in der Tiefe darauf eingegangen, aber Ansible funktioniert so, dass ich für verschiedene Funktionen sogenannte Module habe. Die Module werden aufgerufen und abstrahieren dann irgendetwas. Ich kann ein Package-Modul haben und kann sagen, liebes Ansible, auf den 3 Servern installiere mal das Package XYZ, Apache, und dann kann Ansible wissen, dass er auf dem Red Hat-basierten System ein HTTPD-Package installiert und auf dem Debian halt dann Apache 2 oder sowas. Das heißt, im Prinzip ist ja so eine Abstraktionsebene, die da eingezogen wird, wie eigentlich alle anderen Systeme auch machen. Diese Module kann man in allen Sprachen schreiben, weil sie halt einfach aufgerufen werden auf der Betriebssystemebene, aber Ansible selbst ist in Python geschrieben und die meisten Module, die in der Core-Distribution drin sind, sind auch in Python. Zur API kommen wir gleich nochmal, weil da kommt noch ein Schritt mehr, den ich gleich vorstellen möchte. Ganz kurzes Playbook-Example, braucht man jetzt gar nicht im Detail lesen. Ich habe mir mal was Neues daraus genommen, das ist Instanzen, Betriebssystem-Instanzen auf der Amazon Cloud zu deployen. Das, was Sie da mit EC2 sehen, ist der Modulname. Das heißt, ich rufe das Modul auf, das sich mit der Amazon Cloud auskennt, sage ihm, deploy mir mal von dem Image XY, Details sind jetzt unwichtig, 20 oder hier exakt count 5 virtuelle Maschinen. Dann wird Ansible über die API zu Amazon gehen. Sie müssen entsprechend die Credentials natürlich hinterlegen und die virtuellen Maschinen da erzeugen. Das Interessante daran ist aber eher jetzt der nächste Schritt, das kann ich im schlimmsten Fall auch in einem Shell-Skript machen, dass Ansible nämlich diese neu erzeugten virtuellen Maschinen, die neue IP-Adressen haben, die neue Namen haben, die vorher noch niemand kannte, weil die gab es vorher noch nicht in der Amazon Cloud, sich merken kann, in eine Gruppe einfügen kann, dynamisch, ohne dass man es irgendwo abschreiben muss, in einen Textfile reinschreiben muss, sondern eine dynamische Gruppe anlegt. Und Ansible kann dann weitergehen und auf dieser dynamischen Gruppe auch wieder in Anführungszeichen irgendetwas an Konfiguration durchführen. Hier guckt er zum Beispiel, ob der NTP-Service gestartet ist und enabled ist auf den Systemen. Das ist ja eigentlich, gerade wenn man über Cloud-Landschaften nachdenkt, ein sehr interessanter Mechanismus. Ich deploye 10 Maschinen, die vorher noch niemand kannte. Niemand kannte die Namen, niemand kannte die IP-Adressen. Und ohne, dass ich die hinterher irgendwo hinterlegen muss in meinem Konfigurationsmanagement, kann ich sofort weitermachen damit. Das ist wirklich ein sehr spannender Ansatz. Wie gesagt, Ansible ist so ein bisschen born for the cloud, muss man einfach sagen, auch von dem ganzen Gedanken, der dahinter steckt.
Ansible Chips, eben waren es glaube ich noch 900 plus, jetzt sind 1250 Module, wir kommen da selber nicht mehr so richtig mit, eben einfach, weil die Community unheimlich viel beiträgt. Das heißt, es gibt Module für so ziemlich alles, von Cloud-Anbietern, Virtualisierungsprovidern, Windows und Linux, für alles, was man sich vorstellen kann an Betriebssystemen, Tätigkeiten, Konfigurationen, bis hin tatsächlich zum Konfigurieren von Network-Devices. Das heißt, sobald ein Hersteller eine API zur Verfügung stellt, können wir natürlich da rangehen, andere Tools selbstverständlich auch, und die Konfiguration durchführen. Und das ist eine relativ beeindruckende Liste. Ist übrigens auch ein Feld, wo Ansible benutzt wird, das wir gerade sehr pushen in der Entwicklung, nämlich auch die Netzwerklandschaften automatisiert zu konfigurieren. Auch das wird sehr, 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 sehr gut angenommen und ist sehr gefragt halt auch im Moment. So, jetzt haben wir eine Sache. Ich will noch nicht darauf eingehen. Ansible ist ein Command-Line-Tool. Das heißt, ich kann mir mein Linux installieren, dann kann ich mir mein Ansible installieren, dann fange ich an, meine Playbooks auf meinem Laptop zu schreiben oder irgendwo anders und konfiguriere meine Systeme und meine Cloud-Umgebung und meine Netzwerkinfrastruktur und alles, was ich so blumig angekündigt hatte. Und der nächste Admin, ich bin eine größere Firma mit 5 Admins, der macht das Gleiche auf seinem Laptop. Und der andere Kollege macht das auch noch. Im schlimmsten Fall auf seinem Windows. Na, egal, na, schlimm ist es nicht, aber auf seinem Windows vielleicht kann er das genauso machen im Unix-Subsystem, das es ja jetzt gibt. Ich habe keinen zentralen Punkt, wo ich die verwalten kann, die Playbooks. Ich kann die natürlich in der Versionskontrolle einchecken und auschecken und entsprechend pflegen, aber das ist alles sehr manuell. Und da gibt es halt ein Tool, das heißt Ansible Tower. Das kommt sozusagen als Aufsatz drauf. Das ist hier, what is missing? In dieser Präsentation ist es so dargestellt. Wir haben jetzt gesehen, Ansible ist simple, powerful und agentless. Ich habe es dargestellt, so ein bisschen die Grundlagen, wie es arbeitet. What is missing? Da fehlt was. Und das ist genau diese zentralisierte Administration, Berechtigungs-, Zugriffskontrolle, ein Audit Trail, dass ich sehen kann, Admin A hat dann und dann das gemacht und das Playbook ist vielleicht schiefgegangen oder hätte das gar nicht machen sollen oder was auch immer. Alles Sachen, die beim Betrieb in Unternehmensinfrastrukturen eigentlich zwingend notwendig sind. Diese zentrale Übersicht, diese zentrale Kontrolle, die Integration, nämlich eine echte API, deswegen sagte ich, ich komme da nochmal drauf zurück, eine echte API zur Verfügung zu stellen, dass man einen Playbook-Lauf auf bestimmten Hosts über eine API triggern kann, aus einem anderen System, aus was im System auch immer, kommt mit dem Ansible Tower. Access Control, Role-Based Access Control, kommt mit dem Ansible Tower. Das hat ursprünglich die Firma Ansible, die Red Hat in 2015 akquiriert hat, sehr geschickt vom Geschäftsmodell gelöst. Ansible Core, Kommandozeile, Playbooks, diese ganze Engine darunter ist schon immer Open Source gewesen. Lupen rein. Sonst gäbe es auch nicht so eine aktive Community dahinter. Das muss man einfach mal der Open Source Community zugutehalten. Es wird nichts unterstützt, wo es nur so ein Open Core, aber Closed Add-ons gibt und so. Nein. Aber die Firma Ansible damals hat gesagt, wir machen Ansible Core komplett frei. Aber Ansible Tower ist von vornherein Closed Source. Musste man kaufen. Das war halt das Geschäftsmodell der Firma. Völlig valide. Fand ich auch okay, weil es so sauber getrennt ist. Nachdem wir als Red Hat die akquiriert haben, die Firma Ansible, war aber klar, dass der Tower Open Source gestellt werden wird irgendwann. Das ist jetzt vor einer Woche tatsächlich auch geschehen. Also es hat ein bisschen gedauert, aber Ansible Tower ist auch jetzt in einer Open Source Variante zu haben. Ansible Tower kommt mit einem eigentlich ganz anständigen Webinterface, oder Ulrich? Ja, wirst du ja gleich nochmal zeigen. Webinterface kann man ja die oder die Meinung zu haben. Es kommt, wie gesagt, auch mit einem Kommandozeilen-Client. Es kommt mit einer echten API für Ansible. Das heißt, Sie können alles von außen triggern. Es kommt aber auch gerade für den schnellen Überblick mit einem Webinterface. Was selbst den hartgesottensten Command-Line-Fan, ich zähle mich eigentlich auch dazu, nicht stört, wenn er einfach nur mal schnell gucken möchte. Ich kenne das System gar nicht so gut, sieht einfach schön aus. Ich kann den Audit-Trail mir angucken, wer hat wann was gemacht. Sind die Jobs fehlgeschlagen, sind sie okay gewesen? Das geht alles mit dem Tower. Ganz kurz von der Architektur. Auch hier ist es sehr geradeaus. Wir haben unten drunter ein Linux. Wir haben Red Hat Ansible Engine, also Ansible Core, wie es noch bis vor kurzem hieß. Wir haben es jetzt eigentlich umgetauft. Also ganz normal Ansible Command-Line und darauf auf, setzen dann mit den zusätzlichen Funktionalitäten, setzt entsprechend der Tower, der Ansible Tower dann. Integrations gehe ich mal drüber weg, hatte ich eben auch schon angesprochen. Einfach nochmal schnell ein paar Beispiele, was Ansible Tower noch so an Funktionalitäten bringt. Ich habe ein Job-Status-Update, das heißt, ich kann auf der Kommandozeile Playbook ausführen oder mehrere Playbooks ausführen auf eine Gruppe von Hosts. Ich kann es aber halt auch in einem Tower-Web-Interface, kriege eine schöne Übersicht und vor allen Dingen das Ergebnis wird gespeichert. Ich kann immer wieder darauf zugreifen, warum hat dieser Job denn nicht geklappt. Dann klicke ich da drauf in die Liste und sage da, ja, das Modul fehlte, da war eine falsche Konfiguration, was auch immer. Das kann man sich sehr schön dann zum Beispiel im Tower angucken. Das, was ich Audit Trail genannt hatte, nennen wir jetzt Activity Stream. Was ist überhaupt passiert?
in der ganzen letzten Zeit? Oder wie gesagt, wann ist was fehlgeschlagen? Der Apache benimmt sich auf einmal komisch, die Webseite. Wann ist denn da dran was gemacht worden? Das kann man damit halt sehr schön nachvollziehen. Na. Track your inventories, gehe ich mal elegant drüber weg. Self-Service, genau, das war eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte. Ansible Tower bietet neben dieser Role-Based Access Control, wo ich verschiedenen Admins verschiedene Rechte auf verschiedene Playbooks geben kann oder Gruppen von Hosts. Vielleicht habe ich Administratoren, die nur die Amazon Cloud-Instanzen managt und welche, die nur die vSphere-Instanzen managt. Das kann ich da halt sauber drin trennen. Es geht aber sogar noch weiter. Ich habe so eine Art Self-Service-Portal da drin. Da kann ich dann einem User Zugriff geben, der gar nichts daran managen darf, sondern nur quasi so eine Form, so ein Eingabefeld aufrufen kann, sagt, ich will jetzt bei Amazon zwei Instanzen deployen, mach mal. Der kann dann nicht, wie wir eben in diesem textuellen Playbook gesehen haben, jede kleine Kleinigkeit dran einstellen an dieser Instanzkonfiguration, sondern er ist halt nur in der Lage, ein Playbook mit vordefinierten Variablen auszuführen. Das ist wirklich ein super Feature, muss man sagen, dabei. Remote Command Execution, ich kann auch nicht nur diese Playbooks, die ich erstmal erstellen muss, ausführen über Ansible oder auch der Ansible Tower. Ich kann halt auch zum Beispiel aus dem Tower einfach Ansible-Kommandos ausführen. Also einmal nur sagen, installiere mal das Paket. Nicht im Playbook, dass ich es mal wiederholen kann, sondern so ein One-Shot ist das sozusagen. Kann ich damit auch machen. Ist manchmal einfach ganz sinnvoll, wenn man das in Administration mal tun kann. Und es gibt einen Workflow-Designer, der ist auch relativ neu im Tower jetzt drin. Da kann ich einfach Playbooks hintereinander ketten. Das heißt, ich kann mir einen Prozess definieren, einen Workflow definieren, einzelne Playbooks haben und wie man es jetzt hier sieht, ich habe die einzelne Station, kann immer sagen, grün, das Playbook davor ist okay durchgelaufen, rot, da gab es einen Fehler und kann dann entsprechend halt das hintereinander ketten und da sehr komplexe Administrations-Konfigurationstätigkeit mit abbilden, aber habe noch sehr modulare Playbooks, die für sich immer nur den Job machen, für den sie wirklich geschrieben worden sind. Auch da, ich muss nicht, ich nenne es mal hier monolithisches Riesenrezept schreiben, sondern kann ganz kleine schreiben und kann die da entsprechend zusammenketten und dann einen großen Workflow davon abbilden. Eigentlich auch wirklich ein Feature, das ich mir gewünscht hätte, als ich noch als Administrator gearbeitet habe. So, das war's. War ein bisschen durchgehechelt. Aber wie gesagt, wir wollen das Beste aus der Zeit machen. Gibt es Fragen nochmal auf der Schnelle jetzt? Machen wir sonst hinterher nochmal. Ja, gibt es einen Debugger? Für die Playbooks. Es gibt verschiedene Debug-Einstellungen. Es gibt eine Möglichkeit, ein Debug-Modul einzusetzen. Das heißt, da kann man sich vorstellen, ich baue relativ komplexe Datenstrukturen auf mit Variablen, die ich dann auswerte in meinem Playbook. Da stimmt irgendwas nicht. Ich habe es gerade vorhin gemacht ein bisschen, weil ich da noch was zu tun hatte. Kann man sagen, Debug, diese Variablenstrukturen, dann gibt da einem die zum Beispiel komplett aus. Es ist keine Programmiersprache. Das muss man sich immer vor Augen rufen wieder. Die Playbooks sind halt, die werden interpretiert von Ansible, aber sind mehr eine Beschreibung von dem, was passieren soll. Aber ja, es gibt ein Debug-Modul, es gibt Debug-Ausgaben. Ja. Wo ist denn der Unterschied zwischen der von Red Hat vertriebenen Variante und der Open-Source-Variante? Gibt es da Unterschiede? Oder ist das also auch im Sinne nicht so sehr an der Zeit zu knapsen, aber ganz kurz, was wir tun. Alle Produkte, die Red Hat verkauft, da verkaufen wir ja nicht die Software, da verkaufen wir die drumherum Dienstleistung. Support, Service, Training, Intellectual Property Protection und was da alles noch dazu kommt. Alle Produkte basieren bei uns auf Upstream Open Source Communities und im Normalfall haben diese Upstream Open Source Communities einen größeren Funktionsumfang als das, was wir verkaufen. Hört sich erstmal ein bisschen suspekt an. Beispiel unsere Virtualisierungsumgebung OWRD. Das Produkt von uns basiert auf diesem OWRD-Projekt. Das Produkt von uns heißt Red Hat Enterprise Virtualisierung und hat eher ein bisschen weniger Features, weil wir stabilisieren das halt. Wir nehmen, gucken, was können wir davon supporten. Teilweise geben wir 10 Jahre Support. Etwas lange Rede, aber der Sinn ist relativ kurz. Im besten Fall ist Upstream mehr Funktionalität drin, in dem, was wir Downstream benutzen. Aber es gibt nie, dass wir Downstream mehr haben im Produkt als Upstream. Das gibt es bei uns einfach nicht. Widerspricht auch dem ganzen Modell. Dann würden wir uns selbst unglaubwürdig machen. Die CMDB, die auf einer der Folien zu sehen war, muss ich... Externe Anbindung. Ich bin da tatsächlich nicht weiter darauf eingegangen, weil da hätte ich länger drüber reden können oder müssen dann auch. Diese CMDB war jetzt eine Quelle oder eigentlich der Platzhalter für die Quelle meiner Host-Informationen. Ja. Vielleicht habe ich alle meine Hosts in der CMDB oder ich habe alle in der Amazon Cloud, dann weiß nur die Amazon Cloud, welcher Host es gerade aktuell gibt. Die kann ich aus Ansible alle abfragen, dynamisch. Es gibt Skripte, sehr viel vorbereitete schon, die sind einfach integriert, damit kann ich sagen, gib mir mal aus der Amazon Cloud alle Hosts, die den Tag Projekt A haben, dann kriege ich halt alle die.
Ich kann aber mir auch eigene schreiben, relativ einfach. Es sind tatsächlich eigentlich nur Skripte nur und kann damit dann über eine API an alles rangehen, was ich mir vorstellen kann. Zum Beispiel auch Unternehmens, CMDBs, ja, IT-Systeme, wie auch immer. Also die bringe ich üblicherweise. Ja, wie gesagt, das ist nicht integriert. Das war hier, deswegen war dieser Kasten, dieser grüne da drinne, das ist unsere Ansible Engine, das andere war sozusagen drumherum dann. So, hätte ich vielleicht mehr darauf eingehen können, aber es, wie gesagt, bei der Zeit ein bisschen schwierig. Wenn ich noch keine habe, welche empfiehlt sich? Also gibt es eine, die mit der da, wie gesagt, da sind wir vollkommen stressfrei, weil wir sagen, schreibt ihr ein Skript, das die Daten da rausholt, dass es ausgibt in einem Format, das Ansible verwenden kann, alles ist gut. Deswegen kann und will ich das gar nicht tun. Kollegen hier vielleicht von der Grouplink oder von der Netzlink haben dann noch vielleicht Ideen aus dem Projektbusiness. Aber wie gesagt, da haben wir kein Produkt und auch keine Präferenz jetzt. Gut, ich würde gerne an den Ulrich übergeben, dass er uns das Ganze nochmal zeigt, was ich so ein bisschen theoretisch jetzt dargestellt habe, wie das in der Praxis aussehen kann, wie man das wirklich einsetzen kann. Dann mache ich jetzt mit meinem Teil weiter. Wir haben jetzt ja viel gehört, was Ansible ist, was Ansible macht, was Ansible kann, wie das unser Arbeitsleben bereichern kann. Und das Gesamtthema des Vortrags war jetzt ja, dass wir Ansible mit OpenStack oder einem anderen Cloud-System miteinander verheiraten und das beides zusammen benutzen. Denn das ist für mich eine sehr geniale Komposition, das einem sehr viel erleichtert. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was für eine Infrastruktur man hat, was für Arbeitsweisen man hat und so weiter. Deswegen schauen wir mal drauf, warum benutzen wir überhaupt ein Cloud-System mit Ansible? Ganz einfach, weil wir im Gegensatz zur klassischen Virtualisierung viel mehr Komponenten drin haben. Wir können das Netzwerk mit virtualisieren, mitmanagen. Wir können die Images, die Laufwerke, alles zusammen, können wir mit einem Skript steuern, ohne dass wir irgendwie nochmal Hand anlegen müssen. Das vereinfacht uns das einfach sehr stark. Warum machen wir es mit OpenStack und nicht einfach in der Amazon Cloud? Klar, weil wir eine Private Cloud haben wollen vielleicht, weil wir Datenschutzrichtlinien einhalten müssen oder aus. Ein Punkt ist ja auch noch, dass es einfach Open Source ist. Stellt sich jetzt hier die Frage, glaube ich, nicht auf diesem Treffen, warum man das überhaupt irgendwie verantworten sollte, Open Source zu benutzen. Und wenn wir dann das Ganze auf OpenStack zusammenfassen, können wir eben von überall drauf zugreifen. Das ist ja einmal das Credo von Ansible, dass wir von unserer Maschine aus, ohne dass wir einen Provisionierungsserver irgendwo brauchen, drauf zugreifen müssen. Wir müssen kein Agent installieren. Wir haben wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, ob wir es jetzt von unserem Laptop am Arbeitsplatz machen oder sogar im Park gehen, kann man auch machen. Wir können aber auch das Ganze auf einen Ansible Tower packen oder was jetzt eben auch neu dazugekommen ist, ist AWX, was jetzt die Upstream-Variante eben Open Source ist. Tower ist ja quasi noch die verkaufte Version von Red Hat. Wir können aber auch einfach eine Instanz in OpenStack reinpacken oder wie wir es wollen und da einfach Ansible drauf installieren. Wir haben ja unsere Code-Verwaltung, können wir es einfach draufziehen. Wir können das von überall starten. Und das alles nur, wenn wir SSH-Port offen haben oder dann eben so drauf kommen. Und man muss halt an die OpenStack-API rankommen. Wo ich das Ganze persönlich lieben gelernt habe, ist im Bereich agile Softwareentwicklung. Mit Ansible kann man das ganz schön machen oder auch vor allem mit OpenStack. Man kann nämlich neben der normalen agilen Entwicklung die Produktivumgebung oder auch die Entwicklungsumgebung aktiv in Inkrementen mitentwickeln. Wenn neue Anforderungen dazukommen, einfach dazupacken, ausrollen, ohne viel Zeitaufwand und ohne große Stops in der Arbeit von den Entwicklern. Man hat einfach die Freiheit, da viel spontan zu machen. Und das kommt eben mit der agilen Entwicklung sehr entgegen. Ein weiterer Punkt war Continuous Integration, Continuous Deployment, weil wir auch sagen können, okay, ich habe jetzt meine Pipeline, wo ich Microservices entwickle oder sonst irgendwas,
und dann habe ich eine Testumgebung. Dann möchte ich natürlich immer einen definierten Zustand haben. Also kann ich die jedes Mal komplett meine Umgebung wegwerfen. Das bietet sich natürlich mit einer Cloud-Umgebung sehr an. Wir werfen das jedes Mal weg, wenn wir einen Test durchgelaufen haben, rollen es neu aus, haben den definierten Zustand mit allen Paketen auf den Versionen, wie wir es haben wollen. Keiner kann irgendwie drin rumfuschen oder mal irgendwas verändern, was nicht verändert werden soll. Und kriegen dann auch immer zuverlässige Ergebnisse für das Ganze. So dass wir dann auch in der Produktivumgebung einfach optimal getestete Software drin haben. Hier habe ich mal die Liste aller OpenStack-Module, die es gibt in Ansible, rausgelistet. Also man sieht, das ist richtig viel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen alles schon mal mit OpenStack gearbeitet hat. Wahrscheinlich ziemlich wenig. Also wenn man sie sich mal genauer ansieht, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber man sieht, man kann Netzwerke, man kann die Sicherheitsgruppen managen. Also man kann wirklich auch den Zugriff auf alle Maschinen einzeln handeln. Ich kann neue Images hochladen, ich kann Benutzer anlegen oder auch Tenants, wie es im OpenStack-Bereich auch heißt. Also ich kann Projekte anlegen, alles mit drin. Wo ich stark damit gearbeitet habe und wo ich auch gemerkt habe, das ist richtig sinnvoll, das war eben eine agile Entwicklung für eine Software. Hatten wir eine OpenStack-Umgebung und dann hieß es schon parallel zu dem, dass wir die Entwicklungsumgebung aufgebaut haben, wollten die Entwickler auch schon arbeiten. Das heißt, man fängt relativ früh an, irgendwas zusammenzubasteln, womit man erstmal halbwegs arbeiten kann, um dann später das zu haben, was man wirklich braucht. Als ich dann aus dem Projekt raus bin, hatten wir dann schon 5 Umgebungen, also mit Entwicklung, Test, Integration, Produktivumgebung war auch schon am Aufbauen. Waren dann über 40 Instanzen, also das war dann schon, wir hatten Docker-Hosts, mehrere in jeder Umgebung, wir hatten Code-Verwaltung, wir hatten eine Build-Pipeline, alles mit Ansible gemanagt. Wir hätten im Prinzip alles wegwerfen können, OpenStack komplett leer machen können und innerhalb von 2 Stunden oder 3 Stunden hätten wir wieder alles im alten Zustand da gehabt. Wir hatten mehrere getrennte Netzwerke mit verschiedenen Sicherheitsrichtlinien, sprich produktiv natürlich ein bisschen strenger, Entwicklungsumgebungen natürlich ganz abgeschottet und so weiter. Und was auch noch dazu kam, war automatisierte Dokumentation. Das macht sehr, sehr viel angenehmer. Man hat wirklich, wenn man eine Rolle schreibt oder ein Playbook, investiert man nochmal 10 Minuten für ein Template, was man als Dokumentation benutzen möchte, füllt es einmal aus und hat für 40 Maschinen die komplette Dokumentation immer aktuell. Dann kam hinzu, wenn man Technologiewechsel hat, okay, zuerst entscheidet man sich für Docker Swarm, probiert rum, dann merken die Entwickler, das wird alles nichts, wie wir uns das vorgestellt haben. Okay, schwenkt man um auf ein anderes System, was ist? Man nimmt sich einfach die anderen Module, passt sie ungefähr an, dann sieht man gleich mal, wie läuft das, passt das besser und kann dann sofort weiterarbeiten, ohne dass ich mich erst komplett bis in die Tiefe, bis aufs Grundsystem reinarbeiten muss in was Neues und dann merke, dass irgendwie alles andere stehen bleibt in der Zeit. Genau, Netzwerke, Storage und so weiter, das ist auch mit wenigen Zeilen dann mit drin gleich. So, und dann wollte ich jetzt noch was zeigen. Und zwar habe ich ein OpenStack vorbereitet, beziehungsweise nee. Jetzt. Genau. Hier haben wir jetzt die OpenStack-Oberfläche. Wir sehen, es ist schon was drauf. Ist aber auch klar, ich habe schon einen Ansible Tower in dem Fall aufgebaut. Das ist jetzt nur eine reine Instanz, das war auch ein Ansible-Skript. Das habe ich einfach von meinem Laptop aus gestartet. Wir sehen im Netzwerk,
haben wir unsere Grundtopologie, wir haben ein externes Netzwerk, wir haben ein Netzwerk, wo unsere Maschine dranhängt, unser Ansible Tower und einfach ein Router dazwischen. Auch sonst Sicherheitsgruppen, nur Basiseinstellungen. Und dann, wenn wir auf den Ansible Tower schauen, genau, dann kommen wir erstmal auf die Startseite. Sehen wir so ein bisschen grob Übersicht, was ist gelaufen in der letzten Zeit. Ist jetzt halt noch nichts gelaufen, bis auf die Git-Aktualisierung, wo sich einmal seine Playbooks zieht. Oben so, ja, 8 Hosts und so weiter. Wenn wir dann mal in die Projekte reingehen, habe ich eins erstellt. Sagt uns im Prinzip, okay, wir nehmen es von einem Git-Server, unser Playbook, unsere ganze Konfiguration, was wir haben wollen. Und im Inventory habe ich dann einfach ein paar Hosts angelegt, die eben mit diesem Playbook dann auch ausgeführt werden sollen. Habe ich 2 verschiedene Gruppen gemacht, die dann getrennte Netzwerke haben sollen. Habe dann auch 8 Hosts mit reingepackt. Und dann dazu auch ein Job-Template angelegt. Ich kann, wenn ich ein neues Job-Template anlege, kann ich mal kurz reingehen, geben wir im Prinzip nichts anderes an, als wenn wir jetzt für zum Beispiel für OpenStack geben wir Cloud Credentials an, also im Prinzip unsere Login-Daten. Wir geben hier einfach nur unser Playbook aus, was wir ausführen wollen, und das war es eigentlich schon. Wir können auch immer wieder Konfigurationen extra mit anfügen, die wir über den Tower managen. Wir können das alles aber auch einfach über das Git handhaben oder über andere Code-Versionierungen. Und wenn ich dann hier einfach mal auf Start drücke, dann passiert eigentlich auch schon alles. Wie Götz schon gesagt hat, das ist jetzt natürlich ungut. Genau, das fehlt. Genau. Dann starten wir das, dann dauert das ein bisschen. Und wenn wir Glück haben, können wir im OpenStack dann auch gleich sehen, wie dann im Netzwerk oder in der Netzwerktopologie alles nacheinander aufploppt, die Netzwerke und Geräte. Anfangs zieht er sich, also habe ich es eingestellt, kann man auch machen, dass er sich vorher immer aktuell aus dem Git-Repository seine Daten zieht, oder man kann auch machen, dass man es nur per Hand auslösen kann. Genau, hier fängt er jetzt schon an, erstmal die Netzwerke durchkonfigurieren. Dann müsste man jetzt eigentlich auch schon was sehen. Genau, es sind schon Netzwerke da, es sind Router da, und dann fängt er nach und nach an, alles aufzubauen. Das Einzige, was schade ist, er scrollt nicht mit runter. So, das Ganze kann dann, also wird jetzt ein paar Minuten dauern, 5-6 Minuten. Dann sind wir aber auch schon soweit fertig. Ich weiß nicht, gibt es zwischendurch mal Fragen schon? Wenn es eine Komponente nicht erreichbar ist, bricht das Ganze dann ab und wird zurückgerollt? Oder lässt man es nochmal laufen, wenn es wieder da ist? Das ist ganz nach dem, wie man sich das Playbook ausgedacht hat oder auch die Rollen dazu. Also grundsätzlich bricht es einfach ab, es wird nichts zurückgerollt.
Man kann aber einfach, da es ja im Prinzip stateless ist, man kann einfach wieder drüber rollen. Man muss nicht gucken, okay, ich muss irgendwas zurück konfigurieren, sondern kann einfach neu drüber rollen und dann sollte das passen. Man kann natürlich auch konfigurieren, dass wenn irgendwas fehlschlägt, dass er nicht abbricht, sondern einfach weiterläuft. Das ist dann halt je nachdem, was für einen Einsatzzweck man hat oder was für einen Fall. Ja. Die automatisierte Dokumentation, die erwähnt wurde, ist das da auch irgendwo drin, in diesem Beispiel? Oder? Nee, noch nicht. Kann man sich das vorstellen? Also bei dem Projekt, wo wir es eingesetzt hatten, wir hatten einen Confluence-Server. Und dann man konnte Templates anlegen. Also das ist ja im Prinzip das Grundprinzip von Ansible. Und dann fügen wir einfach nur die Variablen, die wir aus dem Inventory haben oder die wir auch aus den, also es gibt im Prinzip Post-Facts oder wenn man sich eben dann aus der Cloud sich die ganze das Inventory bauen lässt, kann man sich diese Werte alle mit reinnehmen lassen. Genau. Also dann sieht man, wie groß oder welche Festplatten wurden dran gehängt, welche Netzwerke, welche Sicherheitsgruppen sind dran. Confluence ist Dokumentationsserver von Atlassian. Also da kann man dann einfach mit einer REST API dagegen die Dokumentation reinschieben und hat das dann alles drin. Wenn es ein Server auf einmal Schwierigkeiten macht, kann ich die Frage stellen, was ist mit dir in den letzten 24 Stunden passiert? Von welchen Playbooks wurde der verändert? Also im Prinzip, wenn man es über den Tower macht, ist ja alle Logs werden vorgehalten erstmal. Kann man immer reinsehen, welches Playbook wann von wem ausgeführt wurde und wo auch genau abgebrochen ist, bei welchem Task. Also das kann man sehen. Also suche ich eine Note oder so, weil das kann ich mir auch vorstellen, dass man das braucht. Ne? Dass man denkt, ja, diese eine Note möchte ich irgendwie wissen. Was damit ist, dass du halt ein Reporting machst für eine Maschine oder so. Hat man da irgendwelche Suchmöglichkeiten? Sind mir jetzt keine bekannt, ich weiß nicht. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, ich meine, es kommt in einen neuen, also klicken wir auf Jobs, weil man braucht. Ja, dann die Luft dann durch zu plaudern. Hier kann man ja suchen. Ja. Ich bin aber nicht sicher, ob man jetzt wirklich auf Inventory laut suchen kann, das muss man sich nochmal angucken, aber in Suchfunktion ist da. Ja. Ah ja, das ist auf alle. Genau. Aber diese Hauptinstanz von OpenStack, also wie gesagt, ich habe keine Erfahrung, diese Hauptinstanz von OpenStack, der ist auf eine physische Maschine installiert. Genau, das ist jetzt eine OpenStack-Umgebung, die läuft auf 3 Compute-Hosts. Mhm. Also das ist eine voll aufgebaute Umgebung, die wurde mit Collar deployed, das heißt, es läuft alles in Containern, alle Dienste. Genau. Aber das ist erstmal davon komplett losgelöst und dann kann man einfach mit Ansible reingehen und alles da drin steuern, wenn das mal läuft. Genau, noch läuft er. Jetzt können wir auch sicher schon die ein oder andere Instanz sehen. Genau, jetzt ist auch schon alles voll mit mehreren Netzwerken. Bei diesem Playbook macht er jetzt zwischendurch auch nach dem Erstellen der Instanz immer einen Test, wartet, bis die Maschine per SSH erreichbar ist und dann auch wirklich per Ansible nachkonfiguriert werden kann. Also dann kann man auch in die Instanz reingehen. Da habe ich jetzt nichts vorbereitet, aber wer Ansible kennt, der kann sich das, denke ich, mal vorstellen. Und dann haben wir im Prinzip dann eine komplette Umgebung in kürzester Zeit dastehen. Und mal so als groben Überblick jetzt für diese Playbooks saß ich gestern 3 Stunden dran und das war's. Also wenn man schon mal ein bisschen vorbereitet hat mit verschiedenen Rollen, dann kann man das wirklich ohne große Vorbereitung, kann man sich da reinstürzen und einfach drauf loslegen. Genau, hier sehen wir in der Übersicht jetzt auch, dass da verschiedene Instanzen in verschiedenen Netzwerken drin hängen. Es wurde auch wirklich alles dann angelegt, auch Sicherheitsgruppen. Sind jetzt neue mit dabei.
Ja. Von meiner Seite wäre es das dann auch soweit. Ich denke, wir müssen jetzt nicht krampfhaft warten, bis das alles durchgelaufen ist. Sonst noch irgendwelche Fragen? Inwieweit eignet sich das System für die Verwaltung längerlebiger Management? Also man kann Pakete ganz normal, wie zum Beispiel jetzt bei CentOS mit YAML oder Ubuntu und Debian mit APT, kann man einfach upgraden. Man kann sich auch dann verschiedene Konfigurationen bereitlegen für festgelegte Versionen von Paketen oder und so weiter. Das kann man auch alles schön managen, kann man dann auch in verschiedenen Branches zum Beispiel in Git versionieren. Kann man eben dann durchtesten und dann einfach auf allen ausrollen. Und kann auch jedes Mal wieder zu dieser, also zu diesem Stand zurückkommen, im Prinzip, wenn man es möchte. Ohne dass man wieder jede Maschine anfassen muss, sondern. Ich habe das eben so ein bisschen rausgestellt. Das ist extrem tauglich für Cloud-Umgebung, was aber nicht Umkehrschluss heißen soll, dass das ja. Ist aber mehr traditionelle Umgebung ist. Da gibt es überhaupt kein Hinderungsgrund, das dafür nicht sowieso zu nehmen. Aber halt diesen Schritt mehr, dass man auch in diese etwas moderne Cloud-Welt genauso gut gehen muss. Ja. Genau. Ja. Ansible hat die Möglichkeit, zu bestimmten Zeiten bestimmte Jobs zu starten. Ja. Man kann. Bei den Jobs kann man auch Schedules anlegen. Da kann man dann auch nach Zeiten festgelegt sagen, ich möchte jetzt jeden Montag nachts einfach mal meine Pakete überall updaten. Genau. Oder einfach grundsätzlich mal drüber gucken und die Sicherheitseinstellungen von allen Servern durchgehen, Hardening und so weiter. Einfach, dass da nichts durch die Lappen geht. Man kann damit sozusagen umgekehrt zum Verhalten von einem Klassiker wie einem Puppet Agent emulieren, der halt per Default alle paar Stunden vorbeikommt, kann man hiermit sozusagen das Ganze umgekehrt machen. Also ich trigger das zwar, aber habe dann noch einen zeitgesteuerten Ablauf. Und so. Ja. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.